Das ist das dritte Training in Marbella am zweiten Trainingstag. Hallo und herzlich willkommen hier im Marbella Football Center, dem wunderschönen Areal, wo so viele Mannschaften trainieren und sich der FCB die 10 Tage vorbereitet auf die Rückrunde. Ich bin wirklich hervorragende Bedingungen. Ich bin fast schon ein bisschen overdressed in diesem warmen Pullover. Es ist fast schon ein bisschen zu warm, obwohl wir erst morgen am 20 ab 10 Uhr haben. Also wirklich stahlblauer Himmel, Simon. Und zeige mal den Himmel. Stahlblauer Himmel, strahlender Sonnenschein, wirklich perfekte Bedingungen und Temperaturen von der FCB zum Trainieren. Und das Training wird beobachtet von zahlreichen Schaulustigen hier in dem Marbella Football Center. Und wir wollen jetzt mal zwei ein bisschen näher vorstellen von diesen Schaulustigen. Ihr kennt sie ganz sicher. Wir haben auf der einen Seite den Kalle Odermatt, logisch. Keine Frage. Und dann haben wir, unglaublich, der Oli Kreuzer, Fußballgott, im KSC-Trainer, Sportdirektor vom KSC. Wenn ich ganz kurz, darf ich ganz schnell zum Oli, zu unserem lieben alten Freund, Fußballgott Oli, was führt dich nach Marbella ins FCB-Training? Ja, einerseits sind wir hier auch in Malaga, nicht weit von hier entfernt im Trainingslager. Und klar, wenn ich schon weiß, dass mein Ex-Verein FC Basel hier ist, dann ist es eigentlich ein Pflichtbesuch, dass man hier vorbeischaut. Und hast du noch ein Auge auf den einen oder den anderen Spieler? Der FCB hat relativ ein breites Kader. Könnte vielleicht noch den einen oder den anderen abgeben? Da gibt es einige gute Spieler, die ich mir gut in Karlsruhe vorstellen könnte. Aber ich glaube, das ist doch eine andere Gehaltsklasse. Okay. Ja, okay, ja, wobei zweite Bundesliga. Aber euch läuft es nicht so gut in der zweiten Bundesliga. Was ist das Problem beim KSC im Moment? Na gut, wir haben zu wenig Punkte. Platz 15 ist einfach zu wenig und da sind wir jetzt dran, dass wir da die Dinge korrigieren. Wir haben jetzt mit Mirko Slomka einen neuen Trainer verpflichtet und jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht am Kader noch die ein oder andere Korrektur vornehmen und dann müssen wir schauen, dass wir die Klasse halten, aber das schaffen wir auch. Und in Bezug zu Basel aktuell, also jetzt bist du eben im Training zu Marbella, weil du gerade in der Nähe bist, hast du noch den einen oder den anderen Kontakt oder wie verfolgst du den FCB und die Geschicke des FC Basel? Gut, wenn man beim FC Basel mal selbst gespielt hat und auch in einer anderen Funktion tätig war, ist es ganz normal, dass man eigentlich den Weg vom FC Basel immer weiterhin verfolgt. Und ja, Kontakt hin und wieder mit dem Rudi Zbinden mal, mit der Barbara Bickler. Ansonsten natürlich auch, gibt es immer wieder Veränderungen in Basel, personell. Aber trotzdem, der Draht ist immer noch gut und das Interesse ist nach wie vor vorhanden, ganz klar. Und Fans haben die sicher immer noch im Herzen als Fußballgott, oder? Hoffe ich doch, ja. Also gut, wir wünschen eine gute Rückrunde, gell, dass sie die Klasse sicher können halten können. Okay, merci vielmals, Olli. Und jetzt fahren wir gleich noch schnell zum Kali. Der andere Legende ist ein bisschen weiter zurück. Kali, was führt dich denn nach Marbella? Ich habe das Glück, dass ich diesmal dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich. Wir haben eine Gruppe hier, die wir betreuen, die Anhänger sind. Spann, Fan vom FCB und vor allen Dingen, die haben einmal wollen, das hautnah miterleben mit dem FC Basel, mit den Spielern. Es ist natürlich toll, wenn man mal mit der Mannschaft zu Nacht essen kann und einmal die Mannschaft näher kennenlernt. Wenn man sie sieht, von weiter weg ist das klar. Aber jetzt dürfen sie mal mit ihnen essen, dürfen am gleichen Tisch sitzen mit dem Delgado und so weiter. Und das ist natürlich schon etwas ganz Spezielles. Und gestern hast du auch etwas Spezielles erlebt. Die haben noch dabei sein, dabei, so ein paar Brückenfans getroffen hast und dann über all die Zeiten geredet hast. Wie ist das gewesen? Das war natürlich ganz toll gewesen. Auf einmal haben eine gelungene Sprache. Dann habe ich gesagt, was sind die? Sind die Holländer? Dann haben sie gesagt, nein, Belgier. Und dann habe ich gesagt, ja, von Wern, haben sie gesagt, von Brücke. Dann haben wir natürlich gerade gesagt, 6-4 gewonnen, rausgefallen. Und der Wulli hat natürlich sofort nachher sein Handy gezückt und mir gezeigt. Und hat gesagt, schau, dort haben wir 6-4. Er hat euch abgeschossen. Ja, abgeschossen und rausgefallen. Und dann hat es auf einmal ein Wort zum anderen gegeben. Und dann haben die ja von singen, dann haben wir die FCB-Lieder gesungen. Und dann ist dort innen ein Zamba gewesen. Das war wunderbar gewesen. Eine riesen Nummer, grossartig. Wir wünschen dir noch viel Spass. Bist du ein bisschen heiß angelegt, ja, Coppeloni? Das ist eindeutig schön.
Also gut, okay. Genieß es noch. Danke. Merci. Mach's gut, Karl. Also, wir schauen noch mal ein bisschen rein. Beim Training nicht allzu lang und allzu intensiv, weil es ist doch ein bisschen Taktik, die trainiert wird heute. Und da wissen wir, dass es der Trainerstaff nicht allzu gerne hat, wenn man dort allzu viel zeigt. Aber einfach noch ein paar Eindrücke, um ein bisschen mitbekommen, wie das es dort zu und her geht im Trainingslager vom FC Basel in Marbella. Bei perfekten Bedingungen und frühlingshaft warmen, fast schon sommerlichen Temperaturen.